Was habe ich eigentlich in meinem vorherigen Leben getan, um das hier verdient zu haben? War ich Adolf Hitler? Habe ich so vielen Menschen Leid zugefügt? Nichtsdestotrotz, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Play for You, Hatoful Boyfriend, auf besonderen Wunsch und auf großzügige Spende hin von Katharsis939. Hier der zweite Teil eines Let's Plays von Hatoful Boyfriend. Ignoriert einfach das Blut, das ich gerade spucke. Das ist nicht so wild. Letztes Mal waren wir stehen geblieben auf dem Sportplatz und wir wollen doch herausfinden, was erwartet uns da? Welche schönen Dinge des Lebens werden uns hier entgegengebracht? Welche wunderbare Träume erwarten uns hier? Ich glaube, der Clubraum ist im Erdgeschoss, irgendwo an der Seite. Draußen kriegt eine weiße Taube gerade einen Wutanfall. Das ist doch kein Pudding für einen Mann! Ja, das ist jetzt seine Stimme, mein Gott. Okusan lässt ihn zurückgehen, das ist eine Lüge, eine üble Fälschung. Er hüpft auf einem zertrampelten Pudding herum. Hey, das ist aber nicht so nett dem armen Pudding gegenüber. Ist der Typ einfach eine Taube oder ist mein Interface ausgestellt worden? Seit letztem Mal spielen, dass Tauben als Menschen angezeigt werden. Ich glaube, der ist einfach eine Taube. Das ist Okusan. Er sieht nicht gerade so aus, aber anscheinend ist er eine Pfau-Taube. War doch so, oder? Wie dem auch sei, er ist voll in Fahrt. Warte mal, ich glaube, es ist tatsächlich einfach ausgestellt. Wahrscheinlich sollte er auch nicht Gurru sagen und dann. Egal. Man hat Okusan schändlich getäuscht. Elender Betrug! Betrug? Nein, Betrug? Okusan hatte angeordnet, dass Neuzugängen Pudding gereicht werden sollte. Aber das ist jedoch kein Pudding. Geschmäht wurde er, verraten und verkauft, mit Füßen getreten von denen, die er sein größtes Vertrauen gesetzt hatte. Es ist zertrampelt und schmutzig, aber das Zeug unter seinen Füßen sieht aus wie ganz normaler, handelsüblicher Pudding. Da ist der Fehler, es ist handelsüblicher Pudding. Ich wollte Pudding, der angerührt wurde mit den Tränen von Waisenkindern. Was stimmt denn damit nicht? Spar dir den Hohn, junge Dame. Okusan setzt Schwingenangriff ein. Es ist super effektiv. Taubsi wurde besiegt. Sie werden den Tag bereuen, dass sie Okusan verärgert haben. Er lässt sie auspeitschen, hängen und beim Morgengrauen erschießt. Was ist das denn? Habe ich jetzt den Nazi-Mod versehentlich angemacht? Ja, das tut er. Okusan muss jetzt trainieren, um wahren Pudding zu erhalten. Leb wohl! Und weg ist er. Er ist ein guter Läufer, aber was hat Pudding mit der Leichtathletikmannschaft zu tun? Das ist gerade passiert. Und so endet Tag 1 meines zweiten Trimesters in Sand Pigeon Nations. Vielleicht hätte ich das noch letztes Mal bei der ersten Folge mit reinnehmen sollen. Aber das war jetzt einfach schon. Das war eigentlich wieder ein Highlight für sich. Das hat mir eigentlich schon wieder. Das hat mir schon wieder den Glauben in die Menschheit genommen. Ich denke, wir wollen heute den Klassenrat wählen. Wie Sie alle wissen, ist es an der Schule nicht Pflicht, ein Amt zu übernehmen oder einem Club beizutreten. Sie können es tun, wenn Sie möchten, aber wenn nicht, dürfen Sie nach der Schule nach Hause gehen. Okusan hat nur Zeit für die Leichtathletikmannschaft. Das ist gut. Was ist mit Ihnen, Shirogane? Törichte Frage. Ich habe bereits eine Position hier. Ach ja, richtig. Sie wurden bei Ihrer Aufnahme in die Schule ja Schülersprecher. Glatter Nepotismus. Wird denn hier nicht gewählt? In die Schule zu gehen, reicht mir vollkommen. Du musst dich ja ganz allein um deine Mütter kümmern und so. Was ich wohl machen sollte? Ich mache mit. Kann ich auch einfach Nein drücken? Schülerrat. Bibliothekspersonal. Krankenstationspersonal,
Leichtathletik-Team. Wo habe ich die Möglichkeit, den meisten Schaden anzurichten? Beim Krankenstationspersonal habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, Schülern falsche Medikamente zu geben. Nee, ich glaub, Schüler, Schulen dürfen keine Medikamente ausgeben. Wahrscheinlich gerade mal eine Aspirin-Tablette. Bibliothekspersonal. Ich glaube in der Krankenstation, da kann ich zumindest die Leute nackt sehen. Mit etwas Glück. Jetzt hätten wir alle nicht wahr. Viel Spaß. Okay, schauen wir mal, was Tolles passiert im Krankenzimmer. Also meine Werte. Wissen 1. Ich bin dumm wie ein Stück Scheiße. Vitalität 800. Keine Ahnung, woher diese Zahl kommt. Charisma 5. Also... Ich würde mir eine glatte 10 von 10 geben. Aber gut. Heute ist Wahlfachtag. Was soll ich machen? Ich wähle Mathematik, Sport, Musik. Es kommt wohl darauf an, welcher Taube ich mich annähern möchte. Und der Nazi auf dem Sportplatz, der gefällt mir ja schon richtig gut. Der ist meine Kragenweite. Beim Flügeltraining konnte ich nicht mitmachen, aber es war trotzdem lustig. Vielleicht kann ich eines Tages auch fliegen. Vielleicht solltest du es probieren. Spring aus dem Fenster. Versucht, mach klug. Probieren, überstudieren. Irgendwas ist passiert. Oh. Dia-chan ist aufgestiegen. Vitalität erhöht um 5. So. Das macht jetzt noch den Unterschied, ob ich 800 oder 805 habe. Oh, ich soll ja heute in der Krankenstation aushelfen. Ich sollte sie lieber nicht zu lange warten lassen und mich etwas beeilen. Salut, Diatjan. Ich weiß, er hat eine andere Stimme, aber das ist großartig. Ja? Was ist los? Bist du verletzt? Wo tut es weh? Hast du einen Druck zwischen den Beinen? Du machst ja recht Sorgen um mich. Das ist echt süß. Nein, ich bin hier der stellvertretende Leiter. Eine Franzosenstimme wäre, glaube ich, besser. Eine Jacques-Stimme. Echt? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich glaube, ich gebe ihm einfach immer eine andere Stimme. Ich bin absolut glücklich hier, mon ami. Okay, er ist Franzose. Okay, Franzose ist perfekt. Ich habe keine Ahnung, wie ein französischer Dialekt geht. Oh, le Geheimnisse sind das stärkste Aphrodisiakum. Unsere Aufgabe als Helfer ist, le jedenfalls die Medikamente zu überprüfen und hier drin sauber zu machen. Normalerweise würde ich das selber erledigen. Aber heute muss ich mich um beinahe baranere Sachen kümmern. Okay, das passt überhaupt nicht. Das ist schwachsinnig. Könntest du dich für mich um diesen Saustall kümmern? Aber natürlich! Vielen Dank, Diatjan! Ach so, und lieber Finger weg vom Schreibtisch. Das ist der persönliche Bereich des Doktors. Als Gegenleistung... gehe ich mit dir irgendwohin schön aus. Adieu! Mein Körper ist bereit für dich, Yuya. Yuya flattert aus der Tür. Hat er sich gerade mit mir verabredet? Egal, erstmal Hausputz. So. Einige dieser Medikamente sind schon etwas merkwürdig. Egal, wie man das betrachtet. Ist das wirklich die Krankenstation hier? Also, wir haben hier hinten... Ne? Okay, ich muss den Mauscursor... Ich muss gerade überlegen, ich muss den Mauscursor in dem Video... beibehalten. Wir haben jetzt hier ein Kali-Kapseln auf der rechten Seite. Da sind hier irgendwelche... ist irgendein Gift dabei und dann ist da noch so ein Gift und dann ist da Nitroglycerin. Sieht eher aus wie ein Versuchslabor für Experimente mit Menschen oder vielmehr Vögeln. Oh, die Schreibtischschublade steht offen und da schauen ein paar Akten heraus. Als ich das letzte Mal hier drin war, war alles schön sauber und aufgeräumt, aber vielleicht ist der Doktor in dieser Hinsicht ja etwas nachlässig. Yuya meinte ja, ich solle von dem Schreibtisch fernbleiben. Ich glaube, ich werde. So, werden wir das Arztgeheimnis komplett ignorieren, ein Stück Scheiße sein, ein moralischer Abfall der Gesellschaft, oder natürlich werden wir das sein.
Wenn ich nur die Akten wieder reinstecke, sollte das ja kein Problem. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was passiert? Sie schon wieder? Oh, es war so klar. Doktor! Wann sind Sie denn? Ich bin gerade erst zurückgekommen, aber. Oh, konnten unsere Finger nicht bei uns behalten, was? So war das nicht. Sakazaki hat mich gebeten, hier aufzuräumen. Aufzuräumen? Ah, ich verstehe. Sie können jetzt zum Personal, ja? Ja. Hat er irgendwelche Anweisungen wegen meines Schreibtisches erteilt? Ja, Herr Doktor. Seien Sie nächstes Mal bitte etwas vorsichtiger. Neugier ist der Katze tot. Und der andere Wesen. Und der andere Wesen. Ja, natürlich. Das sollte ich nicht nochmal versuchen. Ach, Gott bewahre, diese Taube könnte mir ein Auge auspicken. Ah, zu Hause sitzen ist so entspannt. Ich wohne in einer Höhle. Natürlich wohne ich in einer Höhle. Warum auch nicht? Was habe ich denn bei der Einschreibung angegeben? Adresse. 90625 Höhle. Höhle, Apartment 3. Zu Hause sitzen ist ja so entspannt. Oh, morgen ist ja Wandertag. Muss ich etwas vorbereiten? Wir gehen nicht weit, es ist also nicht unbedingt nötig. Gesund zu bleiben ist das Wichtigste. Ich werde jetzt ein paar Udon-Nudeln essen und schlafen gehen. Gesund zu leben ist das Wichtigste. Logischerweise werde ich jetzt Instant-Nudeln essen, die absolut keinerlei Nährwert haben. Und wenn ich zu viele davon esse, fange ich an, Blut zu spucken. Ja. Heute ist Wandertag. Wir machen gerade Rast auf einem Hügel. Mit wem unterhalte ich mich denn mal? Ich rede mit Ryota Sakuya-san, Kazuaki. Die sind alle relativ uninteressant. Ich habe keine Ahnung, wer San ist, also nehmen wir San. Oku-san! Oh ja, die Nazi-Taube. Auf geht's. Wo ist eigentlich Oku-san? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir hier Halt gemacht haben. Ist nicht da! Der Pudding ist nicht da! Nein! Er ist weg? Hattest du ihn nicht zum Mittagessen eingepackt? Nein, Oko-san glaubte, dass man auf Wanderungen wunderbaren Pudding findet. Ja. Gibt es denn Pudding, der in den Bergen lebt? Grrr. Oko-san wird jetzt anderswo nach dem Pudding suchen. Und weg ist er. Was für eine Art Pudding sucht er überhaupt? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen möchten in diesem Let's Play. Welcher Pudding bringt uns die Antworten auf die Geheimnisse des Universums? Heute ist Wahlfachtag. Was soll ich machen? Ich wähle. Wir machen uns mal richtig schön dumm. Aber dafür, wir lassen uns solche Muckis wachsen, weißt du? Immer schön Sport. Es ist zu heiß. Ich glaube, ich kriege gleich einen Hitzeschlag. Zeit für die Rehydratation! Zeit in Polen einzuwandern! Oko-san hat Lust, schwimmen zu gehen und Österreich zurück ins Heim zu bringen. Das ist meine Vita. Entschuldigung übrigens, dass ich immer dieses Geräusch mache. Ich habe irgendwas in der Hand, um meine Zeit zu vertreiben. Dia-chan ist aufgestiegen, Vitalität auf 55. Sollte jetzt dieses Ding aus der Hand nehmen, sonst werde ich noch wahnsinnig. Aber irgendwie muss ich meinen Wahnsinn, der sich langsam in mir aufbaut, wenn ich dieses Spiel spiele, kanalisieren. Und das Beste, was ich machen kann, ist hier so ein Ding, so eine Art Zippo aufzumachen und zu. Ich nehme an, Sie sind sich dessen voll bewusst, aber das Sportfest steht praktisch vor der Tür. Bitte überlegen Sie sich, was Sie tun möchten. Schon Zeit fürs Sportfest? Wenn es im Herbst wäre, gäbe es Konflikte mit dem Kulturfest. Deshalb war es schon immer im Mai. Was wirst du machen, Ryota? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wahrscheinlich werde ich nach Mexiko auswandern zu meiner Familie. Dreibeinrennen. Irgendwer muss sich opfern.
Okusan macht den Marathon. Ja, das tut er. Einmal nach Moskau und zurück. Du bist ja auch sehr ausdauernd, Okusan. Wenn du verstehst, was ich meine. Meine Beine sind bereit. Was ist mit dir, Sakuya? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich an einem Rennen teilnehme, oder? Es ist ein Sportfest. Gibt es eine Disziplin, bei der man nicht rennen muss? Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf, Diskuswurf. Gut, irgendwie muss man bei allen ein kleines bisschen rennen, aber bei den meisten weniger. Auch. Wie wär's mit Cheerleader? Ein Leader ist immer ein Anführer. Sehr gut. Das könnt ihr mir überlassen. Wir müssen bedenken an dieser Stelle, diese Taube ist ein Mann. Also dieses Spiel hat erstmal Interspezies-Beziehungen zwischen Tauben und Menschen. Was ja schon mal krank ist. Und jetzt haben wir noch cross-dressende Tauben. Ich glaube, das ist nicht. Und weg ist er. Das Erste-Hilfe-Team ist auch immer unterbesetzt. Die könnten sicher Hilfe brauchen, falls noch jemand unentschlossen ist. Das war alles für heute. Ryuta nimmt am Dreibeinrennen teil. Okusan macht den Marathon und Sakuya ist Cheerleader. Yuuya könnte das Erste-Hilfe-Zelt leisten. Was mache ich denn mal? Darüber muss ich doch nachdenken. Ich weiß schon, wo ich hingehe. Nazi Ahoi. Heute ist das Sportfest. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Was soll ich tun? Ich mache mit. Da muss ich nicht zweimal nachdenken. Du machst auch beim Marathon mit, Diachan? Yep, jemand muss doch die holde Weiblichkeit vertreten. Oh mein Gott, ich werde mein Hemd hochziehen, während du läufst, meine heiße Taube. Viel Glück, Okusan! Kann kaum losgelaufen. Ach du Schreck, läuft Okusan schon vorne weg. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit. Schnell wie der Wind, wie üblich. Er ist sicher Erster geworden, aber von hier aus sehe ich nichts. Ich sollte mich auch anstrengen. Wie wundervoll. Das erste Hindernis für alle Schüler, die es bei Sien schaffen. Die Zwischenprüfung. Heute erfahren wir die Ergebnisse. Ah, ich glaube, ich war nicht so gut. Aginus! Ja? Sie waren gar nicht so schlecht. Ja? Gar nicht so... Nein, tut mir leid, sie waren scheiße. Nein! Geben Sie sich nächstes Mal mehr Mühe, ja? Ich habe Herrn Nanaki enttäuscht. Von jetzt an muss ich mehr lernen. Liegt wohl daran, dass ich nicht bei Mathematik mitgemacht habe. Ich muss schnell wieder zurück zum Unterricht. Gott sei Dank gab es diese Überblendung, die war so notwendig. Hallo Lloyd. In der Mitte des Raums ist ein Stapel aus umgekippten Tischen. Ryuta liegt umgekippt daneben. Gefieder unter Seiten und Bäuche von Felsentauben sind hell. Und wenn sie auf dem Rücken liegen, sehen sie ziemlich anders aus. Ich meine, Moment mal, was ist denn hier los? Okusan und Sakuya kämpfen. Ich schaue hin und sehe, wie sich die beiden in der Ecke an die Gurgel gehen. Ich glaube, wir haben es hier mit einem kleinen diplomatischen Zwischenfall zu tun. Deutschland hält es nicht länger aus. Amerika wird angegriffen. Was ist passiert, Ryuta? Sakuya hat sich über Okusan lustig gemacht. Er nannte ihn eine törichte Kuckucksbrot, die nur an imaginären Pudding denkt, und sagte, er schäme sich, mit ihm in einer Klasse zu sein. Wie furchtbar! Ich meine, Okusan ist natürlich ein Spinner und meist habe ich keine Ahnung, was er sagt, aber Pudding liebt er wirklich. Na, wie dem auch sei. Okusan ist ihm praktisch an die Gurgel gesprungen und... Du hast versucht, die Streithähne zu trennen und da hat Okusan seinen... Schwingenangriff gebracht. Yep. Jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, Diachan.
Okay, es wird Zeit für den Bosskampf. Jetzt kommt der Bosskampf. Okusan lässt nicht so, dass man sich über Pudding lustig macht oder über ihn. Du wirst dich entschuldigen. Du willst, dass ich mein Wort zurücknehme? Niemals. Kuckucksbrot, wie du, hat nicht einmal das Recht, mit mir zu sprechen. Okusan ist keine Kuckucksbrot. Ich bin rein rassige Taube. Der Kampf tobt weiter und Ryotas Opfer scheint vergebens gewesen zu sein. Ich werde für Sakuya Partei ergreifen, beide ausstimmen, für Okusan Partei ergreifen. Die UN wird sprechen, Deutschland wird das Sudetenland zugesprochen. Sakuya, das war nicht sehr nett. Nur weil du nicht weißt, wovon Okusan spricht, darfst du ihn noch lange nicht beleidigen. Du ergreifst Partei für diese rebellische Kuckucksbrut. Nennst du das etwa menschlich? Warum ist da so ein komischer Apostroph? Okusan ist fest entschlossen. Okusan bringt das jetzt zu Ende. Blitzkrieg-Taktik. Ich sollte nicht so verfickt laut sein. Er geht in die Hocke und macht sich bereit, mit aller Kraft anzugreifen. Giga Bor Tigerpanzer. Okusan kracht mit einem wirbelnden Bodyslam in Sakuya. Sakuya fliegt hinaus in den Flur, wobei er wie ein Ball hilflos herumhüpft. Das hat sicher wehgetan. Okusan ist jetzt jedem Aristokraten gewachsen. Okusan ist sogar dem mächtigen Riesen gewachsen. Er plustert sich auf und stolziert wie eine echte Gangstertaube aus dem Klassenzimmer. Heißt, der Unterricht geht gleich los. Okusan, komm zurück, die Pause ist zu Ende. Okay, ich glaube, das war genug Aufregung für einen Tag. Ich habe ein Messer bereit und schlitze mir mal die Pulsadern auf. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, mich beim Leiden zuzusehen. Denn ich habe hier immer einen Spiegel neben meinem PC sitzen und manchmal schaue ich mir einfach in die Augen und sehe, wie kalt, tot und leer sie sind. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Zu Hatoful Boyfriend.